Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen weiteren Video. Und zwar, ich möchte euch heute die Hämmerli P26 vorstellen, die da kommt im Umarex-Koffer. Leider ist hier ein bisschen der Preis abgemacht worden und das Etikett beschädigt. Hier sieht man auf jeden Fall die Artikelnummer von Umarex. Und diese Pistole kommt, wie gesagt, in diesem Koffer. Schaumstoffkoffer ganz normal. Ist die große Abmessung. Und zwar haben wir hier das Gerät, ist im Prinzip eine Gecko P225, später lizenziert unter dem Namen Hämmerli von der Firma Umarex, beschossen im Jahre, was haben wir da, BC, das ist, Moment, 1, 2, also 2012. Und ist praktisch so der Nachfolger von der Gecko. Ist eine bekannte Polizeipistole. Zur Funktion. Es handelt sich hier um eine Double Action und Single Action Pistole mit einer Entspannvorrichtung. Und übrigens auch mit einem mit einer Sicherheitsrast des Hammers. Die Pistole hat einen Schlittenfang. Und dieser, den kann man noch etwas verbessern. Und zwar gibt es da einen Anbieter seit vielen Jahren. Bei IGAN beispielsweise, der bietet einen Schlittenfang an, der, wie war das jetzt? Ich glaube, die Pistole etwas weiter offen stehen lässt, damit der, wie war denn das? Ich glaube, damit der Schlitten hier nicht am Zubringer hängen bleibt. Das ist nämlich so, immer so ein bisschen das Problem. Man hat auch im Übrigen das Problem, dass wenn man den jetzt oft betätigt, also praktisch jetzt hier, den jetzt runterdrückt immer wieder, dass diese Kante hier, weil die ist ja nur aus Zink und nicht mit Stahl verstärkt, sich abnutzt. Und das wäre dann halt praktisch so die Lösung, wenn man den, den verbesserten kauft, dass dann irgendwie die Abnutzung zurückgeht und ich glaube dann halt auch dann hier am Zubringer der Schlitten nicht mehr hängen bleibt. Ich glaube, das war so. Gut, ist schon ein paar Jahre her, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. So, von der Oberfläche her muss man sagen, ist das schon ja unterschiedlich. Zumindest sieht man hier einen Schlitten, der ja nicht poliert ist, sondern eher auf rau gestaltet ist und der das Griffstück einfach ein bisschen ein bisschen poliert in Anführungszeichen wirkt. Beschusszeichen war BC, also 2012. Was ich noch sagen kann, man sieht hier auch schon dieser Splint oder wie sagt man auch, dieser Spannstift, der wandert gerne bei Benutzung, beim Schießen. Der kommt dann links oder rechts immer so ein bisschen raus, den kann man wieder zurückdengeln. Man sieht auch hier, hat er schon etwas, ist er gewandert. Und ansonsten, ja. Ansonsten zur Optik, was ich persönlich immer wirklich sehr, sehr geil finde, ist, dass hier das Kaliber aufgebracht ist, wie bei einer scharfen Pistole. Dann haben wir hier PTB Nummer 775. Hier haben wir im Übrigen noch die Seriennummer von Umarex. Sehr geil. Man sieht hier die, also erstmal einen Buchstaben. Der ist immer für das jeweilige Modell, soweit ich das verstanden habe, zumindest damals, wo das hergestellt wurde, ist das so. Dann haben wir die 12, die bedeutet praktisch das Jahr, und die 27 für die Kalenderwoche und dann entsprechend die Seriennummer. Gut, hier haben wir auch noch einen Herstellerhinweis. Genau, dann haben wir hier Griffschalen, da ist auch Hämmerli, pardon, mit aufgebracht. Die sind bekannt dafür, dass die gerne hier unter der Schraube jeweils reißen und aber auch vielleicht mal
hier so ins Plastik mit reinreißen. Das ist bei denen jetzt hier aktuell nicht der Fall. Aber umso älter die werden und der Weichmacher, wenn welche drin ist, weiß ich nicht, ausdampft, das dann einfach spröde wird. Gut, das Magazin, das ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 schüssig. Und ja, der Schlittenfang funktioniert auf jeden Fall. Der drückt dann hier den Schlittenfang nach oben, dieses Teil. Ja, gut, der Auseinanderbau gestaltet sich folgendermaßen. Man spannt die Waffe einmal vor, hält den Schlitten so, dass man hier umlegen kann. Und dann, wie war das? Man muss es tatsächlich rausnehmen. Also man muss dieses Teil hier rausnehmen. Und dann so geht er praktisch auf. So, hier hat schon jemand versucht, offensichtlich da ein bisschen ja, was gut zu machen, damit hier nicht viel reibt oder was. Dann haben wir hier praktisch den Einsatz. Man sieht das auch hier ganz gut. Das ist praktisch der Verschluss, kann man sagen. Also Verschlusseinsatz. Denn ja, der wird ja durch diesen Spannstift hier gehalten. Entfernt man diesen, kann man diese ganze Einheit hier hinten, man sieht, es ist hier eingesetzt, kann man diesen Verschluss herausnehmen, nach vorne und nach hinten schieben. Ich weiß gerade nicht, nach hinten denke ich mal. Da ist nämlich auch Platz. Oder hier noch, ich weiß gar nicht, vielleicht hier hochheben, damit das hier raus kann. Und dann nach hinten raus, ich weiß es nicht genau. So, gut, Schlagbolzen ist auf jeden Fall ein fliegender Schlagbolzen. Der kommt nämlich nicht raus, wenn er anliegt. Doch, der kommt ein bisschen raus, ist kein fliegender Schlagbolzen. Also Vorsicht. Aber dafür hat die Pistole ja eine Sicherheitsrast am Hahn. Gut, ansonsten wirkt das hier alles ein bisschen filigran, aber das ist hier nur wie so eine Art Hemd, was so ein bisschen rüberragt. Das stabile Teil ist hier weiter oben. Gut, also in diesem Bereich könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass hier was reißen könnte. Hier ist es dann doch ein bisschen dünn, aber ansonsten hier vorne ist alles ganz stabil und stark. Jo, ansonsten, das ist wirklich auch alles hier ganz filigran und spitz und scharf. Gefertigt. Das Griffstück. Da haben wir hier die Federführung mit der Feder. Die ist recht einfach aus Stahl. Hier gibt es kein weiter und engeres gewundenes Ende. Dann haben wir hier einen Stahlausstoßer. Diese Elemente hier sind aus Stahl gefertigt. Die Abzugsstange ist aus Zink. Kartuschenlager sieht so aus. Ist auch versetzt mit dem Lauf. Wie man sieht hier oben. Diese zwei Hörnchen hier oben. Da und da ist also der Lauf etwas nach unten versetzt. So wie es aussieht. Stahlsperre ist drin. Da war Staub. Ansonsten Laufsperre ragt natürlich schon etwas weit raus, aber auch hier sieht man nochmal diesen Versatz nach unten, dass der Lauf etwas nach unten versetzt ist. Ja. Gut. Ansonsten viel Zink halt. So, ja, der Zusammenbau dann in umgekehrter Reihenfolge. Man setzt wieder den Schlitten auf, zieht den nach hinten, lässt den nach vorne kommen und dann ist das Gerät wieder zusammengebaut. Hier haben wir eine schöne Hilfe, um das hier wieder einzubauen. Man setzt das hier auf, dann beim Drehen, denke ich, ja, kann man das sehen. Ja, macht er sich hier frei, setzt ihn so ein, drückt ihn so rein. Da muss natürlich hier noch richtig rein. Genau. Dann Schlitten wieder zurück und dann kann man gefahrlos die Pistole wieder zusammenbauen. Entspannen. Magazin rein. Ja, hier ist ein
Abschussbecher, weiß nicht, was hat er? 775 war das, ne? Ich weiß nicht, ob ich die hier finde. 775. Ist jetzt hier nicht dabei. 774. Doch, 775. Also der ist auch zugelassen für diese Pistole. Gut. Das war's soweit zur Hämmerli. Im Übrigen würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, denn ich sehe in der Statistik oftmals, dass viele Leute noch nicht abonniert haben. Und wenn ihr die Glocke noch aktiviert, könnt ihr dann immer wieder neue Videos von mir sehen, wenn ihr das möchtet. Ansonsten, für Leute, die Silvester feiern, kann man das natürlich verwenden. Mit 8 Schuss würde das ausreichen. Ich persönlich habe viel Spaß daran, die zu schießen, weil die halt eine Pistole der Polizei sehr nahe kommt, auch optisch. Und also ich persönlich finde, die macht sehr viel Spaß zu schießen. Ansonsten ist es so, dass für den Verteidigungszweck diese Pistole eher nicht geeignet ist. Ich halte sie persönlich für zu schwer. Auf der anderen Seite hat sie den Vorteil, man kann sie geladen führen, entspannt mit einer Hahnrast. Das heißt, der Hammer liegt nicht auf dem Schlagbolzen, da ist keine Berührung. Also man kann sie sicher führen tatsächlich. Ja, und preislich würde ich diese jetzt mittlerweile ab 150 bis 200 Euro ansetzen. Warum? Weil die einfach nicht mehr hergestellt wird. Der Vorgänger, die Gecko P225, schon länger nicht mehr. Das war praktisch noch so, wo Umarex die Produktion dann noch weiter übernommen hatte, aber dann auch leider eingestellt hat vor einigen Jahren. Ja, alles sehr schade. Ist ein tolles, schönes Modell, wird sicher mit den Preisen auch noch weiter, so denke ich, nach oben gehen. Ja, dann soll es das auch schon gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Reingucken und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.